Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Wer in seinem Auto noch so eine alte Möhre von Autoradio hat, ohne USB oder Aux-Eingang und möchte aber gerne dann Musik von seinem Smartphone auf dem Autoradio hören, für den habe ich heute mal ein nettes Produkt am Start und jetzt zeige ich erstmal, wo es das zu kaufen gibt. Heute stelle ich euch mal einen kabellosen Bluetooth FM-Transmitter vor. Mit diesem könnt ihr prima eure Smartphones mit einem nicht Bluetooth-fähigen Radio verbinden und darüber dann die Musik hören. Der Transmitter kostet 42,99 Euro und wird versandkostenfrei geliefert. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, werdet direkt zu Amazon weitergeleitet. Sollte dieser mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so wird das Produkt geliefert und das werde ich jetzt mal auspacken. Und die drei Sachen waren in der Verpackung gewesen. Wir hatten hier einmal die Bedienungsanleitung. Dort bekommt man sehr schön die einzelnen Funktionen erklärt. Dann hätten wir hier das Gerät selber plus noch das Verbindungsstück zum Zigarettenanzünder. Die Verbindung der beiden Teile ist sehr einfach. Das geschieht mittels Magnet. Und zwar steckt ihr das hier einfach so drauf und das war's schon gewesen. Abziehen ist ein bisschen schwerer, dafür hält das Ganze dann aber auch Bombe. Hier habt ihr noch den Schwanenhals, den lässt sich dann noch verbiegen. Hier vorne hätten wir einmal eine Multifunktionstaste. Hier ist der Lautstärkeregler. Dann gibt es noch zwei LEDs für die Ladekontrollanzeige und für die Bluetooth-Anzeige. Hier haben wir dieses Frequenzdisplay. Darunter befindet sich dann das Mikrofon, das ist das kleine Loch hier, und darunter die Tasten für Titel zurück oder Titel vor. Hier unten mit dem Rad könnt ihr dann noch einen Radiosender einstellen. Dann habt ihr hier den Schwanenhals. Hier kann man sein Smartphone zum Beispiel anschließen und dann laden lassen. Und das kommt dann in den Zigarettenanzünder rein. Ich habe das Autoradio mal angeschaltet. Die Zündung ist auch an, damit der Zigarettenanzünder funktioniert. Dort stecke ich jetzt den Transmitter rein und dieser schaltet sich jetzt automatisch an. Möchtet ihr ihn ausschalten, drückt ihr einfach auf die Multifunktionstaste und haltet diese gedrückt. Ich habe mir mal die 105 ausgesucht. Da empfange ich nämlich gar nichts. Hier ist jetzt 104,9 eingestellt. Hier unten habt ihr das Drehrad und wenn ihr das jetzt dreht, ist hier die 105 eingestellt und jetzt hört mal, das Rauschen ist komplett weg. Das heißt, ihr könnt jetzt prima mittels des Transmitters Musik auf diesen 105 MHz Sender senden. Die blaue LED ist am Leuchten, das heißt, der Transmitter ist im Bluetooth-Modus und sucht ein Bluetooth-fähiges Gerät. Nehmen wir mal mein Smartphone, ich habe hier mal Bluetooth eingeschaltet, wir gehen mal auf Suchen. Suchmodus ist zu Ende. Und er hat zwei Geräte hier gefunden. Panasonic müsste der Fernseher vom Horst sein. Ich nehme jetzt mal den hier. Ja, und jetzt hat sich mein Smartphone mit dem Transmitter gekoppelt. Ich mache jetzt mal ein GEMA-freies Lied rein. Das wird jetzt hier abgespielt. Und ja, über die Boxen dann wiedergegeben. Sehr fein. Und hier ist ja dieser Drehregler für die Lautstärke. Und da könnt ihr das Ganze dann nochmal leiser machen. Ja, das geht dann wunderbar. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, pausiert das Lied oder wir können es wieder weiterspielen. Oder wir tun das nächste Lied anwählen. Möchtet ihr beim Autofahren euer Smartphone auch aufladen, verbindet ihr einfach das Ladekabel mit dem USB-Eingang des Transmitters und dann steckt ihr das andere Ende in euer Smartphone rein. Ja, und dann wird es aufgeladen. Jetzt rufe ich mich noch selber an. So, und jetzt könnt ihr den Anruf annehmen, indem ihr auf die Multifunktionstaste drückt. Hallo? Hallo? Und jetzt hört er mich halt dann prima. Und ich kann mit dem Gegenüber dann auch reden.
Beenden einfach wieder die Multifunktionstaste drücken. Ja, und das war's schon gewesen und die Musik läuft dann wieder weiter. Ja, jetzt habe ich euch den Transmitter auch mal kurz vorgestellt. Mir hat dieser richtig gut gefallen. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Er lässt sich super einfach mit dem Radio und dem Smartphone dann koppeln. Beziehungsweise ihr habt hier eine Taste, um das Lied zu pausieren oder wieder abzuspielen. Beziehungsweise Anrufe könnt ihr entgegennehmen oder beenden. Dann hier die Lautstärke-Taste. Dann hier Lieder vor- oder zurückspulen. Mit dem Rädchen könnt ihr dann die Sender einstellen. Als kleines Schmankerl gibt es dann noch den USB-Anschluss, wo ihr dann unterwegs euer Smartphone mit laden könnt. Wer Interesse an dem Gerät hat, den Link dazu pause ich im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.